Und nochmal willkommen zurück zu Majora's Mask. Wir haben den Dämmerwald-Tempel letztens abgeschlossen und jetzt müssen wir hier noch die Betressen befreien. Hi. Bist du? Basti, erfreut dich kennenzulernen. Ich bin die Deko-Prinzessin. Es sei denn, dass du auf die Heiß des Affen gekommen bist? Ja. Aha, dachte ich's mir doch. Weißt du, du riechst ein wenig nach Affe. Also hat es der Affe geschafft, heil zurückzukommen. Sehr gut. Naja, noch nicht ganz. Ich habe schon befürchtet, mein Vater würde den Affen beschuldigen, mich entführt zu haben. Ich dachte sogar, er würde so weit gehen, den armen Affen zu bestrafen. Sag nicht. Bist du sicher? Hat er das wirklich getan? Schon wieder einer seiner voreiligen Entscheidungen? So. Der Affe wird gerade bestraft vielleicht. So, wir haben keine Zeit zu verlieren. Rasch, Herr Bassi. So etwas, worin du mich in den Palast tragen kannst? Ah, eine Flasche vielleicht. Ja, einfach so rein in die kleine Flasche. Ah, Sepati, hier, wir haben keine Zeit verlieren. Rasch, bring mich zum Palast. Okay. Machen wir doch gerne. So, aber noch nicht. Wir müssen noch zur Fee. Hopp. Wir haben ja 15 kleine Feen gesammelt im Tempel. Müssen wir jetzt einmal wegbringen. Ach, geht da rein jetzt. Bist du blöd? Auf jeden Fall viel schöner aus jetzt. Das ganze Gift weg. Pfeift hier oder so. Effekt. Komm. Flieg darüber. Die Feenquelle. Juhu, zu Hause. Dann ist es wohl die mit den rosanen Haaren. Bekomme ich jetzt nochmal? Oh, sag Herr Freund, ich bin die große Fee der Macht. Für deine wertvolle Hilfe. Als Dank lehre ich dir diese neue Schwerttechnik. Mhm. Diabelattacke. Okay. Jo, danke schön. Diabelattacke lernen. Drücke und halt B, um deine Waffe mit Magie aufzuladen. Okay. Kennen wir ja schon. Kein Problem. Besuche mich wieder, wenn du irgendwie ein Problem hast oder sowas, also erschöpft bist. Aber wenn es wieder von Tag 1 beginnt, geht das doch gar nicht. Dann ist sie wieder verteilt im Tempel.
War hier nicht noch eine Truhe? Auf der Karte sehen wir ja welche. Könnte ein Herzteil drin sein. Fällt runter, ey. Ich hasse so schmale Wege. Gönn dir. Damit wäre das vierte Herzteil in unserem Besitz. Wenn es eins wäre. Ja. Jetzt schnell zurück zum Palast. Dann auch die Truhe. Last war da, ne? Ja, lass mich durch, ich hab die Prinzessin. Und Affe schon gefoltert? Was noch erwarten? Wo wollte die Flasche? Ja, ich lasse dich schon raus. Oh, meine Tochter, meine Gebetur, geht das dir auch gut? Ich war so in Sorge. Dummer Vater. Alles klar. Ja, vor ihr sollte man wirklich Angst haben. Was hat ihn hier? Lass den Affen auf der Stelle frei. Jawohl. Da ist er. Oh, Herr Affe, es tut mir übel. Alle Maße leid, aber mein Vater neigt ständig zu solch schnelle Entscheidungen. Das verstehe ich, Prinzessin. Vergeben, vergessen, aber was ist mit dem Tempel? Sebastian ging alles noch einmal gut aus. Ja, man nennt dich also Basti. Danke, dass du dein Versprechen gehalten hast. Welche unserer Dankbarkeit hat unser Butler etwas für dich vorbereitet? Bitte nimm es an. Hier ist deine Belohnung im Schrein rechts des Palastausgangs. Palast? Okay. Ja, irgendwas war da. Komm, wir machen mal ein Foto von denen. Ne, ist nicht so schön. Ja, alles nicht so schön aus, ne? Na, naja, mal wieder ein Foto kommen. Wir brauchen ein Foto von den Typen. Wir hatten ja schon einmal ein Foto. Rechts vom Palast, okay. Okay, da ist auf jeden Fall ein Eingang. Oh, ich rüberkomme, ja, sehr schön. Gerade so, ne? Und was gab's ja? Deko-Schrein. 5 einer. Ach, der Butler, ja? Was ist der Hauptamt für die Rettung unseres geliebten Prinzessin?
Zwischen unserer Sammlerei haben wir Deko etwas für euch verbreitet, von dem wir glauben, dass es euch nützen wird. Zu euch dorthin führen. Bitte folgt mir. Wie bei Ocarina mit Boris, ja? Da bin ich auch wieder nicht. Oh, wie schnell ist er? Ich höre ihn hier einfach rechts. Ah, da ist er. Solange der Deko darüber kommt. Also klar. Links. Komm schnell, ich bin voll konzentriert gerade. Ich höre nur, wo er lang fliegt. Dieses wow, wow, wow. Okay. Wie lange denn auch jetzt hier? War richtig noch. Sehr großer Schrein hier, Alter. Und dann hier schnell rüber. Das war dumm. Nein, ich werde von vorne, als ob ich dann mit Link dann laufen muss. Puh, dann sehen wir uns sofort an der Stelle wieder. Bis gleich. Na komm, mach schnell. Muss hier rüberspringen. Okay, jetzt wird schnell zurückführen. Und der. Ja, kurz vor dem Ende bin ich hochgegangen. Ja, cool. Da war untergeflogen. Wow. Oh, guck mal, was hier. Hier ist die Belohnung, die wir versprochen. Bitte nehmt sie an. Maske, da dürfte er erhalten. Mal hört dein nasales Feingefühl. Alles klar. Ich kann Düfte sehr gut jetzt riechen. Aber wenn ich euch betrachte, muss ich an meinen Sohn denken, der uns vor Jahren verlassen hat. Dem fühlte ich mich, als würde ich wieder mit meinem Sohn um die Wette laufen. Das kann gut sein, dass ich dein Sohn bin. Wenig zu hart herausgefordert. Zwar bin ich alt, aber immer noch ein würdiger Gegner. Damals als mein Sohn noch. Bitte vergib meine Unhöflichkeit. Ja, dein Sohn sah auch wirklich aus wie du. Der komische Deku, den wir am Anfang getroffen haben. Der keine Seele mehr hatte. Alles wegen einer Maske. Die wir jetzt besser riechen können. Ein sehr langer Weg war das hier.
erstmal zurück, ne? Der andere Weg wäre kürzer gewesen. Und hier als von vorne, ja, sehr schön. Kann ich da jetzt eigentlich einfach durchschwimmen? Sehr schön. Akuome ist gar nicht jetzt mehr da, ne? Ja, damals hier den die auf Tag 1 resettet. Das heißt, wir müssten jetzt eigentlich noch mal Akuome retten. Erstmal das Foto abgeben. Bild. So, wenn du hier bist, um mir ein Bild zu sagen, bist du leider zu spät. Ich habe gehört, dass es eine neue Attraktion bei der Bootstour gehen soll. Geh doch zum Schalter. Ich hatte dich mal ein Foto von dem Typen machen. Komisch. Starte wieder. Im Wald, die man retten muss. Ja, warum ist das Foto jetzt so spät? Macht ja keinen Sinn. Oder wo ist er dunkel? Noch dreckig war der Sumpf. Vielleicht deswegen. Naja, okay. Dann rette ich jetzt kurz Kuume und dann sehen wir uns sofort wieder. Bis gleich. Okay, zurück wieder. Aber wenn deine Hilfe als Belohnung spendiere ich dir eine Freifahrt. Oh, aber warte, ja genau, wie ich dachte. Sieht so aus, als wäre der Sumpf entgiftet worden. Warum probierst du nicht was Interessantes aus? Ein bisschen quillig, ich fliege auf meinen Besen herum und du versuchst das Ziel zu treffen. Ja, warum nicht, ne? So soll es sein, aber lass mich erklären, du zielst nicht auf mich, sondern auf das Ziel. Hilf mich und ich werde richtig sauer. Ja, aber ich glaube, 3 oder 5 Mal können wir sie treffen zur Not. Direkt sie getroffen, Alter. Ganz toll, was sie unterwegs. Gib mir das Herzteil an. Gib mir Herzteil. Da habe ich sie schon 4 Mal mindestens getroffen. Das war schon zu oft. Mist. Ah, trifft das scheiß Ziel, Alter. 20 Stück brauche ich bestimmt schon. Oder wird das irgendwie wieder resettet, was man ein Ziel getroffen hat? Endlich Pfeile habe ich ja, also von daher. Hätten mehr sein müssen schon. Das war, glaube ich, zu viel getroffen hintereinander. Schade. Alle Alltäglichen sind als zu treffen. Ich finde dich in deiner Haus stecken, wenn deine Eltern davon erfahren, ja, ne? Jetzt muss ich sogar 10 Rubine jetzt. Mist. Ich hoffe, wir schaffen das jetzt.
Ja, treff das Ding da. Oh meine Güte. Ist das so einfach zu treffen? Die könnte auch ein bisschen größer sein. Ich denke mal 20 reichen. Hör auf zu meckern. Ah man, trifft doch nicht sie. War 30. Sind 30 machbar? Ah, jetzt habe ich sie schon, als ob ich schon wieder 10 Mal getroffen habe. Was für ein Quatsch. Vielleicht keine Rubin mehr. Drei Spiele noch, vielleicht 4. Nächster Versuch, ansonsten muss ich das gleich auscutten. Sehr schön, Basti. Einmal. Oh, komm jetzt, bitte. Einmal getroffen habe ich sie. Das ist nicht wahr jetzt. Komm, ja, easy. Drei, viermal habe ich sie jetzt getroffen, oder? Fünfmal. Wenn jetzt noch 5 Federn, weiß ich auch nicht, ey. Nicht mehr, wenn man denkt, das ist zum Kohle, ich fehle mir vorhin, nimm dies. Ja! Oh, Altexe, verschwinde, Alter. Ich Spaß, dass du mal wieder Lust auf ein Spielchen haben, komm wieder vorbei. Nö. Geld aus den Taschen ziehen? Nee, danke. Ich will mal kurz überlegen, wohin könnten wir? Wir haben ja das Lied der Schwingen. Zurück in die Stadt und dann da kurz abspeichern und dann mal schauen, wo wir dann beim nächsten Mal weitermachen. Ups. Wenigstens dritte Versuche. Ich dachte, ich muss es noch länger machen. Nee. Okay, guys, ich speichere jetzt hier ab und dann
sehen wir uns hoffentlich in der nächsten Folge wieder. Mal schauen, wo es dann hingehen wird. Was wir machen werden, muss ich noch mal kurz überlegen. Damit herzlich fürs Zuschauen. Danke euch. Ich bin auch Basti. Bleibt fit und ciao.